wird, dass man die Startlinie, wenn es dann die letzten 10 Sekunden geht, hier dann entlang zu segeln und dann als Erster über die Startlinie zu gehen. Man macht sich damit sehr viele Freunde, nämlich alles das, was Steuerbord hat, muss dann leider abdrehen, muss dann nochmal eine Wende fahren und dann erst starten. Und das ist dabei dann immer etwas freundlicherweise. Und was also auch durchaus möglich ist, man kann seinen Konkurrenten, wenn man es kann, den Wind aus dem Weg nehmen. Und bei der Miniserie gibt es also auch.
Kreisverkehr mit dem Kreisverkehr verlängert und beim Personal 15 Liter kann man einen Verlänger machen, was dann ausgefallen ist, auf eine Höhe von 178 Meter kommt. Da bin ich dann auch noch passiert. Thank you.
Abstieher mit der Pütz leer machen und dann ging es wieder raus. Und hinten, der Vormann gab dann immer den Takt an, wie die Ruder da eben entsprechend hier eingesetzt werden müssen. Das waren also die Anfänge. Und damals hatten die Leute, die dort im Schiff gesessen haben, alles nur Kork. Können wir Wind machen? Gut. So, jetzt ist es etwas laut. Viel Spaß. Okay, ich würde jetzt mal ein bisschen das Fachchinesisch übersetzen. Heckaufreißer, das sind diese Zähne hinten an der Rückseite der Haube. Damit ist es möglich, den Boden zu lösen, damit man nachher aus der Schaufel den Boden laden kann. Diese mehrfachen führen eine Schaufel, vielleicht kannst du sich schon mal vorführen. Dann hat man den vorderen Teil, den kann man trainieren. Jawohl. Und jetzt kommt plötzlich ein sogenanntes Planierschild raus. Das ist aber noch nicht alles. Wenn jetzt dann zum Beispiel ein Baumstamm oder ein Stein legen würde, dann kann man das mit dieser Vierreitschaufel auflegen. Seine Aufgabe ist es, dieses gesiebte Material im Wettbewerb mit dem Boden, den Markus hier in den Trichter zu bringen. Die beiden strengen sich an, dass möglichst wenig daneben geht, weil das ist das Problem bei solchen Reitbauen.
Flächen.
distance of 2 laps. Das ist mit deinem System, ja. Und ich habe gestern dabei gefahren, so dass ich
Thank you.